Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Und diesmal geht's um ein bisschen komplizierteres Thema, nämlich Vererbung. Also, was ist Vererbung und was kann ich damit machen? Nun, ich möchte es an einem relativ intuitiven Beispiel euch erklären. Und zwar erstelle ich dazu erstmal ein paar neue Klassen, nämlich zum Beispiel die Klasse Tier und die Klasse Hund. So, und jetzt ist ja der Hund bekanntlich ein Tier. Nun ja, was bedeutet das also für meinen Hund? Er ist ein Tier. Wie sage ich dem Hund, dass er ein Tier ist? Indem ich das Schlüsselwort Extens hinter den Klassennamen dran packe. So. Und jetzt steht hier, der Hund ist ein Tier. Das kann ich beliebig machen, wie ich das möchte. Wenn ich jetzt aber hier bei Tier sowas wie Variablen einfüge, also int Beine, hat der Hund ja vier, aber eine Spinne hat zum Beispiel viel mehr Beine. Ne, String Name. Können ja unseren Tieren auch Namen geben. Und wir haben noch vielleicht die Anzahl an Augen. Und das reicht auch schon erstmal. Ah, genau, dann haben wir noch die Methode public. Mach dich bemerkbar. Ah, oh, ups, ich habe den Rückgabetyp vergessen. Das sollte nicht vorkommen. Habt ihr nicht gesehen? So, dann sagen wir hier: Mach dich bemerkbar. Return. Hey. So, jetzt gibt momentan jedes Tier, also jedes Tier hat momentan eine Anzahl an Beinen, eine Anzahl an, einen Namen natürlich und eine Anzahl an Augen. Und es macht sich bemerkbar, indem es einfach nur Hey sagt. Das heißt, ich erstelle mir jetzt hier mal ein Tier. Lasst uns das oben dran machen. Tier T gleich New Tier. Und T Punkt macht dich bemerkbar. So. Und jetzt gibt mir mein Tier Hey aus. Was für ein cooles Tier, es redet mit mir. Gut, mein Hund macht sich aber nicht bemerkbar, indem er Hey sagt. Das wäre ja ein komischer Hund, oder? Naja, momentan ist es aber so, mein Hund ist ein Tier. Das heißt, ich kann ihn auch so erstellen. Ein Hund H gleich New Hund. So. Und jetzt kann ich auf meinem Hund die Methode mache dich bemerkbar aufrufen und sie gibt mir auch Hey aus. Was ist da passiert? Also, bei Vererbung ist es so, hier steht ja nichts drin in dieser Klasse, aber da er ein Tier ist, hat er Zugriff auf alle Variablen und alle Methoden, die in der Klasse Tier drin sind. Wenn jetzt hier aber noch ein Extens steht und dann zum Beispiel Lebewesen. Lebewesen. Die Klasse gibt es jetzt gerade nicht, deswegen gibt es hier einen Error. Dann hätten alle Tiere noch Zugriff auf die Methoden der Lebewesen. Zum Beispiel wie Lebe oder sowas, weiß ich nicht. Ja, das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, meinen Hund zu benutzen, ohne ihm überhaupt selbst Werte zuzuweisen. Und jetzt kann ich aber meinem Hund noch spezifischere Werte zuweisen, nämlich zum Beispiel einen String Rasse. Den haben ja nicht unbedingt alle Tiere. Ich weiß, dass es bei allen Tieren wahrscheinlich sowas wie Unterrassen gibt, aber ich kenne mich da jetzt nicht unbedingt so aus. So, und jetzt kann ich meinem Hund auch die Methode geben, public, na, sagen wir einfach mal, mein Hund ist immer ein Dalmatiner. Das kann natürlich irgendwo geändert werden. Aber der Einfachheit halber lasse ich das jetzt mal so. Public String. Gib Rasse zurück. Return Rasse. Ups. So, und jetzt kann ich auf meinem Hund nicht nur mache dich bemerkbar, sondern auch Hund gib Rasse zurück aufrufen.
Aber diese Rasse wird jetzt natürlich Dalmatiner. Hey Dalmatiner, weil ich erstmal sage, mach dich bemerkbar und gib mir eine Rasse zurück. So, wenn ich jetzt aber sage, ich will es auf einem Tier aufrufen, dann habe ich ein Problem, weil nicht alle Tiere sind Hunde, wie ihr vielleicht wisst. Es gibt ja auch ganz andere Tiere. So, hier habe ich nur die Funktion oder Methode, mache dich bemerkbar, aber nicht eben, dass ich die Rasse zurückgib. Und das ist der große Unterschied. Also der Hund, jeder Hund ist ein Tier, sagt mir diese Kategorisierung. Aber nicht jedes Tier muss ein Hund sein. Das können auch ganz andere Sachen sein. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Ja. So viel dazu gerade erstmal. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, dadurch, dass jeder Hund ein Tier ist, kann ich auch einfach sagen, ich erstelle mir ein Tier T, das aber ein Hund ist. So, das funktioniert auch. Und dann sage ich hier T. Punkt, ich habe hier aber trotzdem nur mache dich bemerkbar. Denn, oh, upsala, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin gewechselt. Denn mein Tier ist in diesem Fall zwar ein Hund, aber es hat trotzdem noch den Typ Tier. Das heißt, ich habe hier alle Methoden und alle Variablen, die das Tier hat, aber nicht die vom Hund. Auch wenn ich gerade ein Hund bin. Jetzt kann ich das ganze Tier, da ich weiß ja, dass es ein Hund ist, weil ich da oben als Hund erstellt habe. Jetzt kann ich sagen, okay, du Tier, du bist jetzt ein Hund. Also, upsala, nur ein Hund, keine Rasse, keine ganze Horde. Ein Hund H und ich caste jetzt, ihr kennt es vielleicht noch aus dem, nee, ihr kennt es nicht. Also, ich verändere den Typ meines, ups, nicht Hund, nicht Tier. Ich verändere den Typ meines Tiers, T, weil ich weiß, dass es ein Hund ist und sag, mein Hund H ist, ja, also mein Tier T ist auf jeden Fall ein Hund H. So, und jetzt kann ich sagen, H, mache dich bemerkbar. Und ich kann auch endlich wieder sagen, H. Punkt, sag mir deine Rasse. Weil jetzt weiß ich, mein Hund H ist ein, mein Hund H ist auch wirklich ein Hund. Aber wie ihr hier seht, kann ich auch verallgemeinern, indem ich, also beim Erstellen kann ich verallgemeinern. Das hier ist aber nicht immer safe. Also hätte ich jetzt hier zum Beispiel noch ein anderes Tier, zum Beispiel eine Spinne erstellt, dann könnte es ja natürlich sein, dass mein Tier T eine Spinne ist. Und wenn ich dann hier sage, es ist ein Hund, dann gibt es mir einen Fehler und das Programm stürzt ab. Also seid da vorsichtig, was ihr macht. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, wie es überhaupt funktioniert. Das nur machen, wenn ihr ganz sicher seid hier. Ja. So viel erstmal dazu. Jetzt kann ich natürlich auch noch sagen, okay, nicht jedes Tier gibt mir unbedingt ein Hey zurück. Das ist ja schon ein sehr komisches Tier. Mein Hund möchte das anders machen. Und deswegen überschreibe ich eine Methode. Und dazu kann ich quasi diese Methode hier eigentlich kopieren und hier einfügen. Also die müssen wirklich die absolut gleiche Signatur haben. Also hier muss Public stehen, wie beim Tier auch. Hier muss String stehen. Und sie müssen auch denselben Namen haben. Und genau dann kann ich hier sagen, ich gebe was anderes zurück. Mein Hund bellt. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr denkt, was es macht. Okay, die Rasse brauchen wir jetzt hier gerade nicht mehr. Wir wissen ja, dass es ein Dalmatiner ist. Das haben wir ja nie verändert. So, da ich weiß, dass es ein Hund ist, ruft mein Compiler automatisch diese mache dich bemerkbar Methode meines Hundes auf. Wenn ich jetzt hier wieder zum Tier zurückgehe, dann ändert sich das nicht. Und zwar ist mein Tier ein Hund. Das heißt, es merkt sich, okay, das Ganze ist ein Hund, also kriegt es die Methoden vom Hund auch. Das heißt, die überschriebenen Methoden, ups, die überschriebenen Methoden hier sind trotzdem die von meinem Hund. Das heißt, ich kann sozusagen auch von mir aus ein Array an Tieren haben mit ganz vielen verschiedenen Rassen und dann kann ich jedes Tier sich bemerkbar machen lassen und kann hier ganz viele verschiedene Ausgaben kriegen. Denn es können verschiedene Tiere in diesem Ding drin sein. Und das ist das Coole, warum man eben diese, ja, diese Vererbung benutzt.
wenn man quasi in einfach nur Tiere handhaben muss, obwohl der Compiler sich gemerkt hat, was genau es ist. Und man kann dann natürlich auch wieder zurückcasten und so weiter und so fort. Das brauchen wir aber jetzt gerade nicht. So. Ja, das war's, glaube ich, zunächst mal dazu. Da gibt es noch viel, viel mehr, was man zur Vererbung alles wissen muss. Da könnte ich, glaube ich, hunderte Videos mit filmen. Ich werde euch jetzt aber demnächst noch zeigen, was Interfaces sind, was abstrakte Klassen sind. Und ich glaube, das mit dem Tier ist eine ganz gute Variante, damit anzufangen. Deswegen freue ich mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, bis dann.